Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier bei Watch Dogs. In der letzten Folge haben wir einen weiteren Anschlag untersucht und auch davon erfahren. Und ja, jetzt müssen wir zur Tower Bridge und wir sind gar nicht mal so falsch. Wir sind sogar recht nah dran. Das ist verrückt. Okay, ich versuche irgendwie mal hier durchzufahren. Weiß nicht, ob das funktionieren wird. Uhu. Perfekt. So, und ja, jetzt fahren wir da mal hin. Den Linksverkehr muss ich mich immer noch gewöhnen. Aber es funktioniert mittlerweile, glaube ich, ganz gut. Und ja, da bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. So, irgendwo Das hier. ist Albions Hauptkommunikationshub. Aber hier gibt es mehr Security als beim Meth-Vorrat der Königsfamilie. Du könntest damit anfangen, ihre Encryptor zu zerstören. Wenn du gut im Hacken bist, könnte die ein oder andere Kampfdrohne sicher helfen. Verstanden. Dachte mir schon, dass wir das benötigen werden. Ich weiß noch nicht, ob ich hier überhaupt schon beim richtigen, ja, beim richtigen Haus bin. Ein paar schicke Bilder. Einen Schlüssel haben wir schon mal. Ich gebe nicht auf, Beach. Au. So. Boom. Gut's nicht, Le. Ich weiß nicht, ob das jetzt für alles zählt oder nur für ein paar. Jetzt auch einfach erstmal nach ganz oben. Gute Nacht. Wozu wird das hier genutzt? Ich weiß es gar nicht. Hi. Oh, okay, hier führt ein Weg lang. Das ist schon mal gut. Hi. Das Gesicht habe ich noch nie. Mein Gesicht musst du auch nicht wiedersehen, mein Schatz. Ups. Nummer 1, weiter geht's. Hi. So, ich putze hier nur. Hallo. Ups. Hallo. So, auf ein neues. Das war's für die Encryptor. Jetzt kannst du den Virus über die Zentralantenne hochladen. Verstanden. Oh. Wo muss ich dazu hin? Ich wollte nämlich schon ins Wasser von hier aus springen. Ich weiß nicht, ob man das überlebt in dem Spiel, aber ich bin gewillt, es zu versuchen. Ich meine, ich spiele doch schon eine halbe Stunde. Na dann mal los. Ich erfasse Drohnen im Anflug. Aber keine Themis-Drohnen, oder? Nein, nein, nein. Das sind keine algorithmusgesteuerten Killer-Drohnen. Das sind nur normale Drohnen, die dich auch umbringen können.
So ist auch schon mal ganz gut. So. Werde ich wirklich entdeckt oder ist das alles nur eine riesen Fata Morgana? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich würde sagen, es kommt drauf an. Der Upload ist etwa zur Hälfte fertig. Lass dir ruhig Zeit. Ist ja nicht so, als würde ich hier um mein Leben kämpfen. Sicherheitsverstoß. Drohnenverstärkung unterwegs. Ich weiß gar nicht, wo ist denn jetzt die Drohne hin? Ach, da unten. Da kommt sie gerade wieder hoch. So. Du bist schon mal direkt weg hier. Oh, fuck. Oh, was ist passiert? Oh, ich muss mich mal kurz verstecken. Ich verstecke mich auch mal weiterhin, irgendwie hier so in der Ecke oder so. Fuck, ich muss einmal kurz nachladen hier. Der Virus-Upload läuft erst weiter, wenn du wieder bei der Antenne bist. Keine Sorge, sie hat mehr Angst vor dir als du vor ihr. Ups. Ich schon immer gern. Das war's dann für Themis. Comeback ausgeschlossen. Ja, die Lichter sind hübsch. Aber ich schlage vor, dass du da verschwindest, bevor jemand deins ausknipst. Ich weiß nicht, ob wir das überleben werden, aber fuck it, wir probieren's. Okay, wir haben's überlebt. Mal ein ganz cooler Sprung. Über Drohnen mit einem sozialen Algorithmus Gerechtigkeit walten zu lassen, ist nach hinten losgegangen. Meint ihr, er hat die griechischen Mythen überhaupt gelesen, nachdem er seine Drohnen benannt hat? Was soll den nächsten Plan aufhalten? Und den übernächsten? Krass an sich ist das Problem. Wir müssen einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Er hat eine Armee, Drohnen und jede Menge Anhänger. Er ist zu mächtig. Wie sollen wir offen gegen ihn vorgehen, ohne ihm in die Hände zu spielen? Wir werden bloß als Terroristen dastehen. Dann nehmen wir ihm die Unterstützung der Leute. Bax und ich haben da ein paar Ideen. Ihr solltet euch für ein Briefing treffen. Ja, also... Zum Glück, das ist das Gute, habe ich ja schon alle Gebiete hier in der Stadt auf meiner Seite. Kehren zur Zentrale zurück. Suche abgebrochen. Wo ist das Dings? Wo ist die Zentrale? Ich weiß es gar nicht mehr. Team Briefing, okay, wo ist das? Hallo? Hier. Ja, okay, da kann ich mit dem Schiff erstmal runterfahren. Wenigstens ein Stück und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, ganz verrückt. Ich sag's euch, ganz, ganz verrückt. Aber das sieht cool aus. Hier gilt anscheinend Rechtsfahrgebot auf dem Wasser. Okay. Das ist aber irgendwie strange. Naja, ich fahr jetzt einfach dazwischen her, weil, naja, juckt ja auch keinen. Aber ist schon verrückt. Ja, da sind auf einmal die ganzen Kampfdrohnen vom Himmel gefallen. Schade Schokolade. Und da vorne ist es auch schon. Kriegen wir da einen Stunt hin? Sieht irgendwie ein bisschen... Nee, das sieht nur so aus. Leider wird dort nichts. So. Einmal raus hier. Ja, das geht auch. So. Und jetzt müssen wir nur noch darüber laufen. Vielleicht kriegen wir auch schon ein neues Fahrzeug, was uns gefällt. Das gefällt mir jetzt nicht so. Das auch nicht. Ich lauf mal hier durch. Wieder ein Town Car.
Naja gut, die 200 Meter könnten wir eigentlich auch noch laufen, aber ich weiß es halt nicht, wenn wir hier irgendwas Cooles finden würden, aber hier gibt's einfach nichts Cooles. Ich dachte so in den Gassen vielleicht, aber wohl eher nicht. Ein Moped. Das hatten wir halt alle schon, ne? App-Entwicklerin. Maschinenbauingenieur. Wenn hier jetzt irgendjemand wäre, der irgendwie so Rechtsanwalt wäre, ich würde den instant anquatschen, aber... Biologin. Nagelpflegerin, ja super. Na gut, dann wird das wohl nix. Hausmeister. Imker. Delzec hat einen Aufstand in seinem Bezirk ausgelöst. Ja, cool. Nee, ihr kommt hier nicht rein. Bye, Bitch. Sie ging schon wieder so auf mich zu. Aber ich denke nicht. Gut, dann hören wir uns den Spaß mal an. Ach, sie ist endlich wieder da. Dann werden wir auch gleich wechseln. Mit ihr war es auch lustig, aber es ist Zeit. Albion bestätigt, dass es sich bei den Explosionen am Himmel über London um ein Albion-Drohnenprojekt handelt, das von Dedzec-Aufständischen sabotiert wurde. In einem Exklusivinterview mit GBB Radio One sagte Albion-Gründer und CEO Nigel Cass Folgendes. Die Wahrheit ist, dass diese Dedzec-Freiheitskämpfer London weiter einschränken. Das Drohnenprojekt sollte Albion-Einsatzkräfte auf der Straße ersetzen und der Stadt Normalität zurückbringen. Aber jetzt kann ich meine Leute nicht abziehen. Das kann ich nicht verantworten. Cass beschwor die Zuhörer, jeden, den sie der Dedzec-Zugehörigkeit verdächtigen, sofort als potenziellen Terroristen an Albion zu melden. Im Ernst jetzt? Er wollte jeden töten, der sich in den Weg stellt. Und jetzt sind wir die Bösen? Und mit Erfolg. Nein, das war zu euphorisch. Leider hat er Erfolg. Zu traurig? So ist er eben. Erst ängstigt er die Leute zu Tode, um sich dann zum Helden aufzuspielen. Wir müssen ihnen zeigen, wie er wirklich ist. Das ist seine Schwäche, sein Image. Zerstören wir es, brechen wir ihn. Ja, daran haben wir auch schon gedacht. Leg los, Bax. Das ist Claire Waters, politische Dissidentin und Podcasterin. Seit der Ankündigung einer brisanten neuen Folge vermisst. Sie wurde nie gesendet. Wir haben also nur das hier. In der nächsten Folge von Buccaneer Radio spreche ich mit jemandem aus Nigel Cass innerstem Führungszirkel. Er versprach mir etwas, das Cass als den Tyrannen zeigen würde, der er ist. Das wird den White Tower bis ins Mark erschüttern. Bis nächste Woche, Piraten. Nigel hätte versucht, das Interview zu manipulieren. Wenn er deshalb Waters kidnappt, ist die Aufnahme wohl brisant. Wir müssen sie haben. Claire sendete aus dem Freight One. Dort sollte die Suche starten. Ja, die wird da aber wahrscheinlich auch nicht mehr sein, oder? Gehe ich irgendwie mal sehr stark davon aus. Claire Waters scheint eine echte Dreckschleuder zu sein. Ja, cool. Hören wir uns auch gleich an. Aber erstmal wechseln wir kurz den Charakter. Ja. Uhu. Hier. Du bist dran. Okay, verstanden. Ich glaube, das wird gleich nochmal wiederholt, was jetzt angefangen wurde zu sagen, oder? So, jetzt brauchen wir erstmal ein neues Auto. Gibt's halt leider nichts Cooles, ne? Das ist wirklich schwierig. Na gut. Ja, anscheinend wird die Aufnahme doch nicht wiederholt. Ups. Nein, ich habe auf Karte gedrückt. Das nervt immer so. Dass es irgendwie immer falsch erkannt wird.
Aber so geht's ja auch. Ups. So. Und falls wir ein cooles Auto sehen, dann können wir es ja immer noch klauen. Oder ein Motorrad. Motorräder sind mir eigentlich am liebsten. So, einmal aus dem Weg bitte. Die nehmen wir mit. Steht mir hier so ein bisschen im Weg. Ja. Schon wieder am Arsch der Welt. Also wirklich jedes Mal. Man muss einfach immer durch die halbe Stadt fahren für jede Kleinigkeit. Die suchen sich die Punkte immer echt perfekt aus. Na gut. So. Hier muss ich auch einmal kurz durchrasen. Tschüss Ampel. Tschüss andere Ampel. Muss es ja sowieso nicht bezahlen. Hier auch einmal kurz durchgerammt. Boom. Oh Mann. Fahrstil mal wieder on point. Nee, das war nur ein Roller. Ich dachte, das Auto wäre ganz cool, aber es ist leider doch nicht. Ups. Tschüss, Roller. Ja, ich fahre mal wieder perfekt, wie ihr seht. Also, Talent 10 von 10, kann man nur sagen. Versuche schon immer so ein bisschen auf die Karte unten zu gucken, ob man irgendwo abkürzen kann, aber meistens ist das irgendwie schwierig zu, schwer ersichtlich. So. Hier scheint irgendwo dieser Radiosender zu sein. Muss ich da wieder einbrechen? Nicht ganz sicher. Er hat früher von irgendwo hier gesendet. Mehr weiß ich leider nicht. Verfluchte analoge Technik. Wenn wir sie so leicht finden, können ihre Feinde das auch. Wir müssen uns beeilen. Ja, ich suche, also wir müssen anscheinend nach unten, aber das muss man auch erstmal finden. Ah, okay. Hier ist aber eine Menge Müll. Ich glaube, hier wurde alles auseinandergenommen. Scheiße. Jemand hat sie umgebracht, bevor wir hier ankamen. Das können wir nicht durchgehen lassen. Ich würde deinem Gejammer gern den ganzen Tag lauschen. Aber vielleicht nutzt du deine Zeit besser, um ihre Ermordung zu untersuchen. Richtig. Wir finden die Wahrheit heraus und lassen ihren Mörder bezahlen. Mal sehen, ob es Spuren gibt. Dieses Graffiti-Bags. Etwas übertrieben, meinst du nicht? Claire hat mehrere Kelly-kritische Podcasts veröffentlicht. Man sollte denken, die sind daran gewöhnt. Als kriminelle Gang sollte man keine Blumen und Dankeschreiben erwarten. Das passt nicht zu den Kellys. Zu amateurhaft. Die sind Profis, die machen sowas nicht. Der Täter hat alles mitgenommen, außer Claires Tablet. Kannst du es scannen, Bagley? Es ist ungewöhnlich gut gesichert. Da komme ich nicht einfach rein. Ich muss mindestens höflich husten und Verzeihung sagen. Einen Moment. Okay. Das ist verrückt. Was hältst du von den ganzen Fußabdrücken? Mehrere Personen. Eher Stiefel als Schuhe. Einer mit dem Profil eines bekannten Paramilitärausrüsters. Ich glaube, aus der Herbstkollektion. Und Albion ist ein Paramilitärabnehmer. Tablet freigeschaltet. Claire scheint darauf Gespräche protokolliert zu haben. Okay. Sie wollen uns etwas mitteilen.
Sie sind Nachrichtentechniker bei Albion und arbeiten eng mit Nigel Cass zusammen, richtig, Mr.? Einfach Hugh. Ich glaub's nicht, dass ich das tue. Wenn Sie das herausfinden. Ich weiß. Es ist kein Geheimnis, wie Albion die Menschen behandelt. Was haben Sie für uns? Beweise, dass Nigel Cass an den Anschlägen beteiligt war. Was? Aber das... Hier, speichern Sie das auf dieser sicheren Festplatte. Wie sicher sind diese Infos? Es ist ein Gespräch zwischen ihm und... Security! Waffen fallen lassen! Wir sind unbewaffnet. Das könnt ihr nicht tun. Nehmt Ihre Ausrüstung und bringt sie zum Carousel. Du, markier die Wand und dann weg mit seiner Leiche. Sie kann bleiben. Gangrache ist schrecklich, nicht wahr? Fuck. Cass hat einen Schlägertrupp auf Claire und den anderen Typen angesetzt. Die Aufnahme muss echt sein. Das Schwein wusste von den Bombenanschlägen. Dann muss Albion auch Claires Ausrüstung haben, zusammen mit den Audiobeweisen. Genau das brauchen wir, um Cass dran zu kriegen. Claire wird endlich Gerechtigkeit getan. Und London auch. Das Albion-Schwein hat Carousel gesagt. Meinte bestimmt Carousel Plaza. Die. Ja, kann gut sein, einen Moment. Albion-Propaganda-Bibliothek. Ich sehe keinen Grund, nicht dort anzufangen. Ein Motorrad. Dann nehme ich lieber das. So, direkt die Musik ausgestellt. Ups. Perfekt. Oh Mann. Lief ja mal wieder super. Wo ist der Laden? Ich hab doch die... Achso, ja, ich bin ja vom Motorrad runtergefallen. Ups. So. Die gestohlenen Beweise müssen hier irgendwo sein. Pass besser auf. Hier treibt sich eine Menge Albion-Security herum. Also, nach dem, was Sie Claire angetan haben, hätte ich nichts dagegen, ein paar Albion-Penner aufzumischen. Konzentrieren wir uns lieber darauf, Claires Ausrüstung zu finden, ja? Hier war ich schon mal. Wir machen hier mal direkt ein bisschen Drama. So. Und schwupp sind wir drin. So. Ich möchte dich haben. So, stirb bitte einmal. Du hast Ausrüstung gefunden, einschließlich ihres gesicherten Datenlaufwerks. Daran wurde überraschenderweise wohl nicht herumgebastelt. Das heißt, der Audiobeweis ist vermutlich intakt. Hallo. Ich bin doch direkt da. Okay, ich gehe erstmal hier lang. Anscheinend ist... Also hier läuft anscheinend einfach nichts mehr. Die sind einfach alle weg. Okay, kann ich die irgendwie kaputt machen oder so? Das wird schwierig. Vielleicht irgendwie einsperren? Hier wird's nicht so gut. Bringen sie einfach mal irgendwie so zur Straße. Lange gehe ich raus und versuche das irgendwie hinzubekommen. So, das nehme ich schon mal mit. Thank you.
Zielperson. Oops. Oh, fuck. Fuck. Komm schon. Komm schon. Mann, jetzt wurde ich auch noch verhaftet. Oh Mann. Gut, ich würde aber sagen, an der Stelle beenden wir die Folge. Über eine Bewertung und Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann schauen wir mal, was wir jetzt genau neu machen müssen und ob wir überhaupt was neu machen müssen. Ich weiß nicht, haben wir die Datei schon gehabt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Leider jemandem eine unfreiwillige Auszeit verordnet. Also bist du jetzt dran. Kein Problem, Bagley. Ich bin einsatzbereit. Ich nicht so. Aber gut, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was hier noch so geht und was jetzt noch so passiert. Ich meine, sind hier jetzt überhaupt noch Leute? Ja, du hier hast ist Claires Ausrüstung gefunden, einschließlich diese Drohne. Gut. Daran wurde überraschenderweise wohl nicht herumgebastelt. Das heißt, bis zur nächsten Folge.